Unter den vielen Zuschauern sind zwei Ehrengäste, die mit der DAQ besonders eng verbunden sind. Terry Ritter und John Wilson. Ohne sie wäre dieses Flugzeug vermutlich längst verschrottet. Zusammen mit Clark Woodard hatten sie die Maschine 1984 nach Deutschland überführt. Hier von Opa Locker aus. The trip to Germany took us about 50 hours from Miami to Hamburg. Der Flug nach Deutschland dauerte 50 Stunden. Von Miami über Grönland und Island nach Hamburg. Als wir zwischen Grönland und Island die Packeiszone überquerten, das war am Weihnachtstag, verloren wir die Kontrolle über zwei Propeller. Praktisch hieß das, zwei Motoren waren ausgefallen. Mitten in der Nacht, mitten über dem Nordatlantik, mitten im Winter. Wirklich keine angenehme Lage. Da waren wir schon ein bisschen beunruhigt. In the middle of the night, in the middle of the North Atlantic, in the middle of the winter time, that's not a fun place to be. It got very interesting for a while. Yeah, it was cold and it's long and it's tiring. Ja, es war kalt, es dauerte ewig und wir waren müde. Aber trotzdem, ich würde es wieder tun, am besten morgen. Let's go. Bilder von der Ankunft in Hamburg. Damals hieß das Flugzeug noch Iron Annie. Fast 50 Lebensjahre lagen schon hinter ihr. In Dessau war sie 1935 gebaut worden. Als DAQ kam sie nach Norwegen und erhielt Schwimmer. Nach dem Krieg wurde aus ihr und einer zweiten U-52 ein sozusagen neues Flugzeug zusammengebaut. Es flog bei der SAS und wurde nach Ecuador verkauft. In Südamerika beförderte es Passagiere und Fracht. Ein amerikanischer Oldtimer-Freak brachte die U in die Staaten. Dort wurde sie gründlich überholt und mit neuen Motoren auf Airshows gezeigt. Ein ganzes Buch, The Saga of Iron Annie, schrieb der letzte Besitzer, der Schriftsteller Martin Kadin, über die Eiserne Lady. Schließlich kaufte die Lufthansa das Flugzeug. In Hamburg wurde es in einjähriger Arbeit von Grund auf restauriert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Berlin-Tempelhof entstand. Ich hasse es, wenn Flugzeuge im Museum enden und nur rumstehen. Flugzeuge müssen geflogen werden. Es ist richtig, daraus ein fliegendes Museum zu machen. Ja, es ist wie ein fliegendes Museum und es sollte so lange wie möglich erhalten werden. Die Menschen sollen gelegentlich damit fliegen, damit sie sich erinnern, wie schwierig die Pionierarbeit war und dass es einen langen Weg brauchte, um den heutigen sicheren Luftverkehr aufzubauen. Am Aufbau von Streckennetzen, nicht nur in Europa, war die U-52 in der Tat maßgeblich beteiligt. Zum Beispiel in China. Seit 1931 flogen Junkers Flugzeuge der Eurasia auf innerchinesischen Strecken. Diese Fluggesellschaft war ein chinesisch-deutsches Gemeinschaftsunternehmen. Die Flugzeuge überquerten Lösgebirge und schwebten über Wüsten. Unerschlossene Gebiete, fernab von jedem Verkehr. Das Liniennetz der Eurasia, seit Mitte der 30er Jahre auch mit U-52 beflogen, erstreckte sich zeitweilig bis nach Hongkong und Hanoi. Pionierarbeit auch in Südamerika. Eine U-52 über Rio de Janeiro. Seit 1934 beflog die Lufthansa eine Poststrecke über den Südatlantik.
Von Brasilien aus sorgte eine Tochtergesellschaft, das Sindicato Condor, für den Weitertransport nach Uruguay, Argentinien und Chile.